Servus Leute, herzlich willkommen zu dem neuen Video. Heute bauen wir die Ablaufrinne am Fabi seiner Halle. Ich muss mich ein kleines bisschen beeilen, weil ich bin nämlich schon spät dran. Wie ihr sehen könnt, hat sich hier schon einiges getan. Und der Fabi, der alte Schaffer, der ist natürlich schon wieder am Werkeln. Guten Morgen, Frank. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Ja, ich weiß, ich bin 2 Minuten zu spät. Ja, 6:30 haben wir ausgemacht. Wir legen los, ja. Wie ihr sehen könnt, hat der Fabi hier schon das Fundament vorbereitet mit Schotter. Da haben wir auf Frosttiefe ausgegraben und alles ordentlich verdichtet. Also ich denke, der Unterbau soll für die Rinne dann genügen. Wir werden die Rinne auch in 2 Teile bauen. Also hier eine Rinne und da eine Rinne. Die wird optisch gerade sein, aber das Gefälle wird in die Mitte zulaufen. Und von der Mitte gehen wir dann hier in den Kanal. Das ist aus unserer Sicht die beste Lösung. Weil wenn wir die gesamte Länge hier in einem Gefälle verlegt hätten, dann hätten wir hier zum Kanal ein Problem hinbekommen, weil dann wären wir mit der Rinne ja extrem tief heruntergekommen und deswegen haben wir uns das mit der Zweiteilung überlegt. Wir hatten ja ursprünglich geplant, dass wir hier einzelne Elemente gießen und die dann jeweils einzeln verlegen. Davon sind wir jetzt aber abgekommen. Wir werden jetzt 2-mal eine Rinne quasi gießen. Es wird letztendlich dann so aussehen, als ob es eine Rinne wäre und dazu bauen wir uns jetzt erstmal die Schalung. Damit wir später auch überall die gleiche Höhe haben und dann keine Probleme mit dem Pflastern bekommen, verwenden wir hier einen Laser und damit können wir uns dann hier genau die benötigte Höhe übertragen. Ja, wir werden jetzt hier von Hallenboden weg in die Mitte zur Rinne 2 cm Gefälle reinmachen. Ich denke, sollte gut sein, nicht dass uns das Wasser dann am Ende noch in die Halle reinläuft, weil soll ja die Rinne aufnehmen. Jo, passt. Auf der Oberkante der Diele haben wir uns hier noch so einen dünnen Spanplattenstreifen angebracht. Das ist, dass wir später oben einen glatten, sauberen Abschluss haben, weil die Dielen, die sind halt schon ein paar Mal verwendet worden und sind natürlich nicht mehr ganz gerad. Und so haben wir oben dann eine gerade Kante. Das Ausrichten von der Diele ist auf so eine Länge gar nicht mal so einfach. Ja, da muss man mit dem Laser arbeiten und je genauer man hier arbeitet, desto besser sieht natürlich später die Rinne auch aus, optisch. Und natürlich muss es auch passen, wenn man dann hier pflastert. Ja, das ist echt eine Fitzelarbeit, aber wir werden es hinkriegen. Was sagst du, Fabi? Ja, ich glaube, wir kriegen es hin, aber wir zeigen den Zuschauern lieber nicht, wie lange wir dafür gebraucht haben. Wenn man Betonschalung für größere Projekte baut, dann müssen die auch ausreichend stabil sein, sodass sie dann auch dem Schalungsdruck beim Verdichten des Betons aushalten. Also da sollte man auf keinen Fall pushen, weil sonst kann es ganz schnell in der Katastrophe enden, wenn einem dann die Schalung bricht und der ganze Beton ausläuft. Jo, passt perfekt. Sitzt stramm. Mit der ersten Schalungsseite sind wir fertig, dann können wir auch gleich mit der 2. weitermachen. Das ist dann deutlich einfacher, weil da können wir uns von den Höhen und von den Abständen gleich an der ersten Schalung orientieren. Ja, wenn man sich jetzt mal die Flucht anschaut, würde ich sagen, sieht es schon mal ganz gut aus. Ja, ein Millimeter ist auf dem Bau sowieso kein Maß, also von daher passt es so, würde ich sagen. Super, echt super. Ja, Frank, du weißt, wie es ist. Entscheidend ist sowieso die Dame des Hauses, die kommt später und da muss das passen. Das muss auf jeden Fall passen, weil wenn wir schon nicht top aussehen, dann muss wenigstens die Schalung top aussehen. Mit der 2. Schalungsseite sind wir jetzt auch schon fertig und dass wir hier dann überall den gleichen Abstand haben, haben wir uns hier einfach so einen Abstandshalter gebaut und den kann man anlegen, festschrauben und dann haben wir überall hier den gleichen Abstand. So, mit der Schalung sind wir jetzt soweit fertig. Mittlerweile ist auch die Hausherrin zur Kontrolle eingetroffen. Und, was sagst du? Dann sind wir zufrieden, oder, Frank? Ja, würde ich auch sagen. Super, echt super. Jetzt machen wir weiter mit dem Rohr und der Armierung. Das wird auch nochmal eine spannende Angelegenheit. Die Armierung hat der Fabi schon mal vorbereitet. Also wir haben auf eure Empfehlungen gehört in den anderen Videos und dann hier doch eine ziemlich massive Armierung mit einbauen. Aus Stahl, die werden wir jetzt reinlegen und dann kommt hier das Rohr rein. Die Metallkörbe hat der Fabi übrigens schon so gebunden, dass sie mit den Schlitzen der Einlaufrinne später übereinstimmen. Zusätzliche Fixierung für die Schalung haben wir jetzt hier noch so einen Abstandshalter eingebaut. Der wird außen mit so Schrauben fixiert und da können wir dann auch das Gefälle für unser Rohr ausrichten auf die komplette Länge.
Und dadurch bekommt die Schalung natürlich auch nochmal eine zusätzliche Stabilität, weil die beiden seitlichen Schalungselemente fest miteinander verbunden sind. Danach haben wir dann das 110er KG-Rohr durchgefädelt und das wird dann quasi zwischen der Armierung liegen. Und so sieht die fertige Konstruktion dann aus. An der dünnsten Stelle haben wir jetzt noch eine Betondeckung von 7 cm und zur Mitte hin wird es natürlich dann durch das Gefälle immer mehr. Um die Rinne später auch mal reinigen zu können, haben wir hier zwei Revisionsschächte vorgesehen. Einmal hier und einmal in der Mitte. Und da haben wir uns hier so eine Aussparung gebaut. Die kommt jetzt hier drauf, wird damit eingegossen und dann kann man da später ein Gitterhaus aufsetzen. Und in die Aussparung, da kommt jetzt das Styrodur rein. In der Mitte von der Rinne werden wir hier einen Sandfang einbauen. Dafür haben wir uns hier so eine Schalung aus Styrodur gebaut. Die wird hier mit einbetoniert und da kann sich dann der ganze grobe Schmutz absetzen, also Blätter, Steine. Und die kann man dann hier in dem quasi Revisionsschacht Sandfang entfernen. Ich denke, das ist eine ganz gute Lösung. Und so sieht unser Sandfang dann fertig aus. Hier ist das Rohr, wo dann mit dem Abfluss verbunden wird. Und hier geht die Rinne dann zur anderen Seite hin weiter. Ich würde sagen, das ist doch gar nicht schlecht gelöst. Nice. Die Dielen haben jetzt eine ganze benötigte Höhe, die wir hier brauchen. Deswegen haben wir hier ein wenig improvisiert, haben jetzt allerdings unten dann noch ein Loch, was wir noch irgendwie verschließen müssen. Und dazu nehmen wir jetzt irgendwelches altes Restholz. Müssen wir mal schauen, was wir hier noch rumliegen haben, wenn wir schon was finden. Der Fabi hat hier noch so einen ganzen Haufen Brennholz. Ja, das sind so Holzabschnitte. Bei uns in Franken sagt man Schwadebeute dazu. Weiß nicht, wie da der Spezialbegriff ist. Aber ja, da sollte was dabei sein. Das reicht voll und ganz. Das nehmen wir mal mit. Ja, das ist doch vollkommen ausreichend. Muss ja nur unten abgedichtet werden. So Leute, Tag 2 auf der Baustelle. Die Sonne scheint, heute wird betoniert. Los geht's. Die Schalung steht auch soweit. Unten haben wir hier noch abgedichtet, dass kein Beton auslaufen kann. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt auch gleich mit dem Betonieren anfangen. Ich habe den Fabi jetzt zuvor mal gefragt, wie wir das dann mit dem Beton anmischen machen und ob ich meinen eigenen Mischer mitbringen soll. Ja, da hat er nur gelacht und gemeint, nee, lass mal, wir haben selber einen Mischer. Und ja, schaut euch mal den Zwangsmischer an. Also der hat ein Fassungsvermögen von 700 Litern Beton. Also das ist ein Riesengerät, sage ich euch. Und ich muss auch sagen, das ist der größte Zwangsmischer, den ich persönlich jemals gesehen habe. Den Beton haben wir uns dann aus einem Sand-Kies-Gemisch selbst angemischt. Beim Zement haben wir einen hochwertigen ZEM3 verwendet und wir haben auch noch zusätzlichen Fließmittel und zur Vermeidung von Rissen noch Glasfasern zugegeben. Das ging dann alles Schlag auf Schlag. Wir haben uns da ordentlich ranhalten müssen. Fabi, sein Vater, war nämlich fürs Anmischen zuständig und er hat ordentlich Gas gegeben. Zum Einfüllen die Schalung haben wir den Beton dann auch in eine Betonbombe umgefüllt und dann ging es schon los mit dem Betonieren. Mit der Betonbombe ging die Arbeit dann auch relativ einfach und schnell von der Hand. Ja, und jetzt könnt ihr euch vielleicht auch vorstellen oder auch nachvollziehen, warum wir uns dazu entschieden haben, die Ablaufrinne selber zu machen. Der Fabi hat nämlich fast alle Materialien und Maschinen, die man dazu braucht, selbst persönlich daheim, also zur Verfügung. Puh, Leute, ich muss sagen, es ist jetzt schon irgendwas anders wie den ganzen Tag im Büro sitzen, aber es geht gut voran, es funktioniert. Beim Betonieren haben wir in mehreren Schichten gearbeitet. Wir haben den Beton dann in der Schalung noch ordentlich verdichtet. Da haben wir zuerst einen kleinen Hüttler verwendet, aber der hat dann zu wenig Power gehabt und dann sind wir auf ein größeres Modell umgestiegen. Ja, und damit war das Verdichten dann letztendlich ein Kinderspiel. Leute, der Beton ist in der Schalung. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert und jetzt müssen wir die gesamte Länge noch möglichst gerade abziehen. Ja, das war jetzt hier wieder eine etwas aufwendigere Arbeit, aber je ordentlicher man hier arbeitet, desto besser wird natürlich dann auch das Endergebnis. Durch das Abziehen der Oberfläche kann man natürlich keine 100%igen Sichtbetonergebnisse erzielen, wie es eigentlich vorher geplant war, dass wir die komplette Rinne in der Schalung gießen und dann als Einzelelement einbauen. Aber ja, wie sagt man so schön, einen Tod muss man halt sterben. Und ich denke, mit dem Endergebnis kann man zufrieden sein. Das ist jetzt hier nicht 100%ig perfekt, aber kann sich durchaus sehen lassen, würde ich sagen. Naja, bevor ich es vergesse, den frischen Beton haben wir natürlich dann noch nachbehandelt und mit der Plane abgedeckt. Das ist bei solchen hohen Temperaturen absolut notwendig und die nächsten Tage wird denn der Fabi auch noch feucht halten.
Tag Nummer 3. Heute wird ausgeschaltet. Das ist immer die beste Arbeit. Ich bin schon gespannt, wie es aussieht. Der Beton hat jetzt 2 Tage Zeit gehabt auszuhärten. Bei dem Wetter geht es sowieso recht schnell. Und Fabi, was sagst du dazu? Ja, wir sind gespannt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also sieht ja schon mal vielversprechend aus. Ich denke, das wird. Das Ausschalen ist bei gefühlten 40 Grad im Schatten eine ziemliche Plackerei, aber es geht deutlich einfacher und vor allem auch schneller als Einschalen. So Leute, mit dem Ausschalen werden wir durch, zum Glück. Dann zeige ich euch jetzt mal das fertige Ergebnis. Den Beton lassen wir jetzt noch ein paar Tage aushärten und dann wird der Fabi die Oberfläche und die Kanten nochmal mit einem Betonschleifer nacharbeiten. Die zweite Rinne wird dann einfach links angesetzt und dann sollte das Ganze eigentlich ein funktionierendes Ablaufsystem sein. Die beiden Seiten werden dann rechts und links noch mit Mineralbeton aufgefüllt und die Rinne dann einen halben Zentimeter tiefer sitzen als das Pflaster. Dann kann das Wasser ordentlich abfließen und die Belastung ist nochmal geringer. Wir haben dann auch nochmal das Gefälle und den Sandfang getestet und wie ihr sehen könnt, es funktioniert. So Leute, ich hatte eigentlich mit dem Fabi zusammen noch eine schöne Abschlusssequenz gedreht. Ja, die kann ich jetzt aber leider nicht verwenden, weil nämlich mein Mikro bei dieser Hitze gestreikt hat und das habe ich erst später bemerkt. Naja, müsst ihr halt mit mir allein Vorlieb nehmen. Der Fabi und ich, wir waren uns eigentlich beide einig, dass es ein gelungenes Projekt war, dass wir es für die örtlichen Gegebenheiten eigentlich optimal umgesetzt haben. Und wir haben natürlich auch einen Haufen Ratschläge und Tipps von euch befolgt, die ihr uns in den letzten Videos gegeben habt. Wir haben zum Beispiel die Betondeckung erhöht, eine Armierung eingebaut, was letztendlich die Belastbarkeit steigert. Wir haben ein Gefälle eingebaut zum Ablauf hin. Wir haben einen Sandfang und Revisionsschächte eingebaut und ich denke, auch durch eure Kommentare und eure Tipps ist das Projekt jetzt dann letztendlich so geworden, wie es ist und es funktioniert. Das habt ihr ja gesehen. Ja, zu den Kosten möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr viel sagen. Das hat ja im ersten Video schon hohe Wellen geschlagen, sage ich mal. Und ja, man muss natürlich auch dazu sagen, der Fabi hat alle Maschinen, hat alles da. Also für den Fabi waren die Kosten äußerst gering. Und ja, die Arbeitszeit ist auch ein Thema, da gehe ich jetzt heute auch nicht mehr drauf ein. Wir haben jetzt effektiv 2 Tage dran gearbeitet. Und ich denke, das ist vollkommen in Ordnung. Die andere Seite, das ist dann halt nochmal die gleiche Arbeit. Was wollte ich jetzt noch sagen? Eigentlich nicht mehr viel. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr demnächst wieder einschaltet. Ich werde euch jetzt mal hier noch die 2 anderen Videos zu dieser Ablauf-Serie einblenden. Könnt ihr euch nochmal noch anschauen, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Und dann ja, verabschiede ich mich für heute und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Ciao.